Welcome back hier aus der Bike Republic Sölden, dem Zuhause der Flowtrails und Murmelbahn. Doch halt, stopp! Entgegen der allgemeinen Meinung hat der Bikepark auch einige Schmankerl für die Leute zu bieten, die neben dem Geschwindigkeitsrausch auf geschäbten Lines gerne auch natürlich belassene Abfahrten mit Wurzeln und Steinen in Angriff nehmen wollen. Ein Trail, der das alles zu bieten hat, ist der Nenne Trail, und im Vergleich zum letzten Jahr hat die Bike Republic stellenweise den Trail ein wenig verändert und sogar verlängert, was mich schon vor der Anreise neugierig gemacht hat. Neben dem Leiterberg ist der Nenne Trail aus dem heutigen Video einer meiner Favoriten hier in der Bike Republic. Und um euch zu zeigen, was das kleine Dorf im Ötztal trailtechnisch neben den Flowlands zu bieten hat, habe ich die Abfahrt noch als letztes kurz vor dem Schließen der Seilbahn mitgenommen und mir dabei meine Arme zum Feierabend hin ordentlich durchschütteln lassen. Leute, let's go! Rollweite Line in Sölden. Sölden kann auch ruppig. Ich bin bisher jetzt einmal dieses die Nähne dieses Jahr gefahren hier. Schon ein bisschen durch den Wind. Einmal die Nähne gefahren und mit dem Biobike habe aber gemerkt, es sind ein, zwei Stellen ein bisschen verändert worden. Und jetzt wollte ich das Ganze noch mit dem E-Bike fahren. Bin mal gespannt. Eine Stelle, glaube ich, wird sportlich. Die schaffe ich wahrscheinlich nicht. Aber halb so schlimm. Insgesamt macht der Trail echt richtig, richtig viel Bock. Mit so einer meiner favorisierten Trails hier in Sölden. Vor allen Dingen, weil hier Ausblick stimmt. Dann schön technisch. Ach, geil. Geiler Trail. Hier im oberen Teil ist er immer noch ein bisschen drehtintensiv. Wird dann aber steiler. Ich glaube, ab hier geht's los, wo man eigentlich nicht mehr wirklich treten braucht, sondern sich auf seine Bremse verlassen muss, dass man hier immer wieder die Bremspunkte richtig setzt. Schöne Stufen drin hier, schöne Stufen. Wir gucken, soll ich eine Leine nehmen? Hey, servus, dankeschön. Danke. Aber auch wieder ganz schön viel loses Geröll hier auf dem Trail. Uiuiui. Ich finde hier in dem oberen Teil hier irgendwo war es letztes Jahr noch ein bisschen schwieriger. Aber wartet mal ab. Das ist geil hier. Da kommen noch ein, zwei Passagen, die unten raus dann in meinen Augen ein bisschen schwieriger werden. Also hier oben ist er ein bisschen meiner Meinung nach entschärft worden. Unten ist er dafür ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwieriger geworden. Und hat jetzt mehr Länge. Es gibt nämlich nochmal einen neuen Part, der relativ flach verläuft, aber der eigentlich ganz spaßig ist. So, hier beginnt jetzt auch nochmal ein ordentlicher Part. Da bin ich einmal schon falsch gefahren, weiß aber, dass es gut ist, hier links zu bleiben. Dann trifft man hier die Line ganz gut und kommt hier ganz geil durch den Part. Stufe. Ach geil, wer steht denn hier und wartet wahrscheinlich auf sein Abendbrot? Hübscher Kerl, er sieht gut aus. Hübsches Kerlchen, hübsches Kerlchen, alright. Starten wir mal rein hier, drop in. Hier kommt auf jeden Fall gleich, glaube ich, der eine Part, den ich höchstwahrscheinlich nicht schaffen werde. Würde mich wundern, wenn ich den heute Meister, weil ich bin nicht so der mega gute Umsetzer, und an der Stelle ist schon gut, wenn man Hinterrad versetzen kann. Ihr seht, hier komme ich in den Bereich, hier geht schon noch alles klar, aber hier ist echt so Königsdisziplin, technisches Gelände. Ich probiere es mal langsam zu rollen.
Nein! Shit. Ich hab's gesagt. Technisches Gelände und dann umsetzen ist nicht mein Ding. Ist gar nicht meine Hausnummer, meine Stärke. Die Kurve hier ist eng, aber lässt sich rollen. Und hier wird's noch mal ein bisschen hakelig von dem Zaun und ab geht's. Geil, also das Stück ist neu, das war vorher noch nicht und ist schon nicht ohne, das Stückchen. Ist schon nicht ohne, also Sölden kann auch echt ruppige Trails. Jedenfalls, wenn man den hier und den Leiderberg Trail mal als Beispiel nimmt. Der Part hier ist auch neu. Gab es für auch noch nicht. Aber hier immer aufpassen, das ist nämlich ein Shared Trail. Also hier kann es euch auch passieren, dass teilweise Wanderer hier auch auf dem Trail unterwegs sind. Jedenfalls stellenweise. Gibt auf jeden Fall immer wieder genug Querstraßen hier und Möglichkeiten mal zu verschnaufen. Und den Part, den gab es letztes Jahr schon. Also da hat sich, glaube ich, gar nicht viel verändert. Alter, ist ein Geschepper. Das hier ist alles neu. Das gab's, wie gesagt, letztes Jahr. Safe noch nicht, das haben sie dazu gebaut, um hier auf jeden Fall den Wanderweg ein bisschen zu entzerren vom Bike Trail, was ich mega gut und gelungen finde. Weil so kann jeder auf jeden Fall seinem Sport nachgehen und Spaß haben. Und wir haben hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen Spaß. Wow! Querwurzeln sind schon gemein, hey, ja. Uiuiui. Zum Glück fängt sich hier der Reifen irgendwo in irgendeiner Steinkante meistens wieder. Hier ist auch immer nass, hey. Hier sind so Quellen oder irgendwas, dass hier immer die Feuchtigkeit drin steht. Oh, geil, 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 geil. Und er ist noch nicht zu Ende, da kommt noch ein bisschen was. Da haben wir noch ein, zwei Stellen. Hier wird es immer wieder ein bisschen flach so. Das ist dann gar nicht so geil, weil da muss man schon probieren, immer ein bisschen Speed mitzunehmen. Sonst wird es voll hakelig hier. Jetzt hakelt man da schön überall in die rausstehenden Steine ein. Dann ganz links die Line. Funktioniert. Hier gibt es auch schon Chicken Way rechts außen rum, aber könnt ihr euch wieder merken, ganz links. Geht's gut drüber. Jo, der ganze Part hier ist neu. Oh, mit Stein bauen können sie schon. Mit Stein bauen können sie die seltener Trailbilder. Oh. Geil, mit ein bisschen Speed kann man die ganzen Dinger hier auch ganz geil nehmen. Und das war's. Jetzt auch der neue Part vom Nene Trail vorbei. Geiler Trail. Hab ja gesagt, Sölden kann auch ruppig.
Also wenn ihr das Schild seht, schwarz markiert, Nene Trail, fahrt ihn auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Natural Style, nicht diese klassischen Murmelbahnen, wie sie genannt werden, die anderen Lines hier oder viele von den anderen Lines, ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Von dem her, sagt mal, ob ihr den Nene Trail schon mal gefahren seid, ob ihr auch den neuen Part schon mal gefahren seid, wie ihr das findet, und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Haut rein und bis bald. Tschaußen!